Hallo und herzlich willkommen zur 1-Mile Kreativwerkstatt. Heute gestalten wir was Einzigartiges, was richtig viel Freude macht und vor allen Dingen, man kann es perfekt verschenken oder auch zu Hause aufhängen. Denise, du bist ja so ein bisschen der kreative Kopf bei uns jetzt da in der Runde. Was machen wir denn genau? Heute machen wir einen wunderschönen Doppelglas-Bilderrahmen, wo wir für die Liebsten ein paar Blümchen hineintun können und sehr persönliche Sachen auch gerne hineinschreiben können. Welche Utensilien braucht man? Was man immer verwenden kann, ist eine Sofortbildkamera, Trockenblumen oder Blümchen, Kreidestifte, Schere, Etikettiermaschine, ein paar Zeitungsschnipsel und das Wichtigste natürlich, einen Doppelglas-Bilderrahmen. Und ansonsten alles, was man hineingeben möchte, alles, was irgendwie auch persönlich an den Menschen erinnert, den man schenken möchte, kann man da hineingeben. Tolle Idee, eigentlich auch so die Geburtszeitung, wenn man die hat, noch vom Kind genau. Irgendwie da hineinzupacken, genau. Also mit einem Foto oder so. Alles, was es sehr persönlich macht, ist natürlich umso schöner. Man kann sich also voll Gas kreativ austoben. Genau. Dann wollen wir das jetzt auch tun, oder? Starten wir hinein. Ich starte immer gern mit dem Blümchen, da weiß man auch so ein bisschen, wie man es trapezieren möchte. Ja. Ich würde urgern ein Foto von uns beiden. Ein Bild. Ja, warte mal. Okay. So. Das kann nur schlimm werden. Es kommt schon raus. Das kann nur schön werden. Ich merke schon, du bist die genaue, ich bin eher ein bisschen die, wie sagt man so, die robustere. Das macht den Charme dann aus, gell? Was ist denn das für eine Maschine? Das ist eigentlich nur so ein kleines Prägegerät. Also wenn man jetzt nicht so schreiben möchte, sagen wir, das ist jetzt nicht die schönste Schrift, kann man es auch einfach prägen. Ganz egal, was du jetzt schreiben möchtest, einfach da drauf drücken. Okay, da geht man die Buchstaben. Im Endeffekt genau. Schaut es dann so aus, oder? Genau, das schaut wirklich sehr schön. Es ist einfach gestanzt drinnen, hat auch ein bisschen einen Charme. Das ist wirklich super easy. Oh Gott, unser Foto. Es ist super schön. Es ist nicht das Schönste. Das heißt, schwuppdiwupp jetzt nur noch zu machen, oder? Genau. Zu machen, ein bisschen Druck noch ausüben, damit alles auch dort bleibt, wo es hingehört. Und dann sind wir fertig. Wow. Zeig mal, was hast du gemacht? Ich hab uns verewigt. Sehr schön. Und ich muss auch sagen, deins finde ich sehr beruhigend. Ja, ich bin sehr in den Frühlingsfarben ein bisschen geblieben, eher klassisch. Ja, sehr beruhigend und sehr entspannend, finde ich. Es ist also quasi wirklich das absolut perfekte Geschenk. Genau, für jedermann, für jede Frau irgendwas dabei. Super, geniale Idee, wer es nachmachen möchte, unbedingt ausprobieren. Lasst uns ein Like da, wir würden uns sehr darüber freuen. Und noch mehr kreative Ideen gibt es natürlich auf unserem Kanal.